Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu The Bard's Tale. Was, warum gehen denn die Tasten hier nicht? Denn ich bin jetzt hier wieder bei Manahans Turm war leer und leblos, nachdem der Barde mit ihm fertig war. Ist das hier? Stadt Stromness. Okay. Ich bin jetzt hier wieder mit diesem Bereich hier. Überall sind Viecher. F für Begegnung. Ach je. Finstown. F für Finstown. Kann ich nach Finstown? Vielleicht kann ich mich da doch irgendwie mal abspeichern oder so. Nein, ich kann nicht abspeichern. Ich kann nur sagen, besiegt alle Gegner. Weshalb ich den wieder wegnehme. Die Assassine war eigentlich gar nicht schlecht. Die hat schon ganz gut Schaden gemacht. Ich fand aber. Ja, wahrscheinlich ist wirklich das hier alles, ne? Der hat die ganze Reihe, ne? Jetzt kommt noch der Ritter, oder? Ich stehe zu euren Diensten. Ah ne, das ist der, der Fernkampfattacken abwehren kann. Okay. Attacke! Schneller! So, oh, und ich muss mein. Ich brauche mein Schwert. So. Was ist denn hier alles immer mit euch los? Ihr Hammel. Attacke! Schneller! Ja, die macht schon ganz gut Schaden. Die macht noch Giftschaden. Er kriegt den Fernkampfschaden, den er sammelt. Und irgendwo waren hier noch zwei, die wir killen müssen. Ja, ist natürlich jetzt echt übel, weil ich wollte eigentlich irgendwo hin, wo ich nochmal abspeichern kann. Aber das geht irgendwie offensichtlich nicht. Will das Spiel nicht, dass ich nochmal abspeichere? Muss ich immer diesen letzten Kampf nochmal machen? Das ist doch irgendwie öde. Kann ja nicht sein, dass ich diesen letzten Kampf jetzt immer wieder nochmal machen muss. Die Geschichte des Barden. F drücken, Turm von Downbyhof. Die Zerstörung des Turms hatte heftige Erschütterungen verursacht, die den Berg fast gänzlich unpassierbar machten. Ach, super. F für Begegnung. Ich will aber keine Begegnung machen. F für die Stadt Stromness. Genau. Da kann man doch bestimmt speichern, oder? Stadt Stromness? Ich stehe Ja. euch bei. Hier kann ich speichern, jawohl. Kapitelfortschritt speichern, jetzt. Zack. Sehr schön. Jetzt brauche ich diesen komischen Kampf nicht nochmal machen, ne? Da verlasse ich Stromness. Aber ich kann mich jetzt durch Stromness nochmal durchschlagen, oder was? Hier sind die Wikinger. Ja, okay. Um nochmal ein bisschen stärker zu werden. Ach, hier kann man ja unendlich. Die kommen ja immer wieder, ne? Stimmt ja. Das waren ja die, die immer wieder kamen. Stimmt. Die sind ja immer wieder da gewesen. Ist ja gut. Ich habe so viel Geld hier eingesammelt. Hier, weißt du, was ich jetzt mache? Ich will noch mal versuchen, zu diesem einen Laden durchzukommen. Der war, glaube ich, hier irgendwo am Rand, ne? So. Hier war am Rand doch ein Laden. So. Hä? Seit wann können die denn hier auch rein?
Verrückter Torwald Kriegsbedarf. Na, was habt ihr Schönes hier? Ich brauche etwas für den Nahkampf. Ganz gleich, ob ihr Kunal Shrau oder doch nur die Hecke zurechtstutzen wollt. Ja, nehmen wir, komm. Das sieht interessant aus. Ihr habt Rabenstahl-Breischwerter in den Händen großer Krieger gesehen, großer Könige und legendärer Männer. Hört auf, diese wunderbare Waffe in den Händen anderer zu bewundern und legt euch eure eigene zu. Nur heute biete ich sie zu einem Wahnsinnspreis an. Ja, Wahnsinn, Mensch. Komm, kaufen. Genau danach hatte ich gesucht. Das Breitschwert. Ich interessiere und noch einen Bogen. Ich bin verrückt, aber sicher nicht dumm. Und ich sehe, dass ihr es auch nicht seid. Mit diesen Waffen. Interessant. Ihr meint, ihr seid ein Mann, der schon. Ich brauche nur noch eine Waffe. Glaub mir. Genau danach hatte ich gesucht. Ja. Auf Wiedersehen. Danke sehr. Das war alles, was ich wollte. Mein leeres Lager macht mich ganz verrückt. Ja, du hast noch einen Bogen, aber der war nicht so gut. Deswegen. Den brauchten wir nicht. So. Haben wir uns gleich noch mal ein bisschen ausgestattet hier. Ein klein wenig zumindest. Ja, ist ja gut. Komm. Wir versuchen uns jetzt möglichst schnell zum Ausgang zu bewegen. Speichern schnell noch mal ab. Und gehen jetzt zum Ausgang, wo uns unser nettes Gefährt erwartet, hoffentlich. So. Ja, unsere nette Flug. Unser netter Flugzitterrochen oder irgendwie. Nee, wie heißt er nochmal? Flugzitterrochen? Nein, wie heißen die nochmal? Wie heißen die Typen nochmal? Ach, egal jetzt. Komm. Gehen wir jetzt in den Turm von Downby, da wo ich das letzte Mal übelst gescheitert bin, gleich am Anfang. Ah, er holt mir immer die... Er macht mir immer die Viecher weg, ne? Er holt immer irgendwelche anderen. Ist es schließlich gekommen. Ja. Das ist wirklich nichts Neues für mich. So. S. D. Alle kriegen hoffentlich jetzt eine Art Schutz sonst was Aura. Attacke! Auf sie! So, jetzt haben sie alle eine gewisse Schutzaura gekriegt, weshalb er gleich weg ist, ne? Und die Tür geht auf. Jawohl. Ich habe aber keine Lust, mit diesen Viechern da zu kämpfen, sondern will mit meiner Truppe kämpfen. Oh, es gibt ein Lied. We come to the end of our tale. We sang a lot and drank up all the air. You were
pretty much a fraud. And for that we do applaud. Although we all were hoping you would fail. Oh, it's bad luck to kill. Don't think for just a second is not true. When your life is run amok, you will see that you're the schmuck. Oh, it's bad luck to be, really bad luck to be. Nobody could disagree, it's a freaking guarantee. It's bad luck to be you, it'll be you. Okay, okay, okay. Alles klar. Ich glaube fast, ich habe es verstanden. Angriff! Visiere Ziel an! So, hier gibt es noch was zu plündern. Und hier drüben ist noch eine olle Pflanze. So. Da geht's hinein. Gibt es hier draußen noch sonst irgendwas zu nehmen? Nee, 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 nee. So, und jetzt will ich meine eigene Truppe wieder haben. So. Also. Kann ich wahr sein hier? Ausgerechnet die, die so schrottig sind, ne? Warum habe ich denn für die eigentlich kein Verbesserungslied gekriegt? Diesen komischen Lebensentsauger, den mag ich auch nicht. So, also. Die Assassine. Die Heilerin. Die Zauberin. Ich biete euch. Alles vom oberen Punkt, ne? So, dann kann der Typ nämlich die Fernkampfsachen machen und die anderen können zuschlagen. Sie kann zuschlagen, Heilung, alles Mögliche, um am Leben zu bleiben. So, auf geht's. Hier drin muss hoffentlich ein Bereich sein, wo ich gleich speichern kann. Oh, doch noch nicht. Endlich begegnen wir uns. Endlich? Kenne ich euch? Nein, aber ich kenne euch. Und ich möchte euch sagen... Ja, 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 ich weiß, das kenne ich schon. Ihr kommt nicht an mir vorbei, ich töte euch jetzt, ihr seid ein Idiot, bla 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 bla. Habe ich alles schon mal gehört. Können wir diesen Teil bitte überspringen und gleich zur Sache kommen? Einverstanden. Je eher ihr tot seid, desto besser. Habe ich auch schon mal gehört. Oh. So. Moschen wir alles weg hier. Dich auch noch. Weg bist du. So. Und? Was nun? Ah ja. Fahrstuhl freigeschaltet. Alle tot. Fahrstuhl freigeschaltet. Sehr gut. Alles klar. Erstmal abspeichern. So, jetzt haben wir unsere richtige Truppe wieder. Zack. Und damit können wir auch nach oben gehen. Oder gibt es hier noch eine Truhe? Nee, ne? Gibt es keine Truhe. Nur ein Fahrstuhl, der nach oben führt. Kommt alle drauf.
Der benutzt Zauberkräfte, um hochzukommen, und wir benutzen den Fahrstuhl. Ich stehe. Attacke! Ich kümmere mich darum. Das ist jetzt nochmal ein Abklatsch mit allen Gegnern, die ich in der ganzen Zeit hatte. Hier drüben. Was heißt hier drüben? So. Der nächste Fahrstuhl. Alles klar. Wenn Level 1, 2, 3 jetzt alles so schnell geht. Hier ist auch nichts zum Abspeichern. Na gut, der war auch nicht besonders schwer jetzt gerade, ne? Gut. Also, drauf wieder. Vorher sind das jetzt 13 Level oder irgendwie sowas. Bis ganz nach oben. So, Level 2. Wenn es so wie die anderen ist, dann ist es immer sind es immer 3 Level und dann gibt es den vierten noch. Stufe 3. Ja, da sind schon die nächsten. Ich werde mich ihnen stellen. Das hat bestimmt wehgetan. Zu langsam. Nicht schnell genug. Und die nächsten. Diese Bäume sind furchtbar. Die konnten so viel abwehren. Aber irgendwie machen die keinen Schaden mehr jetzt, ne? Aber ich habe auch nichts Sonstiges hier mehr zu sehen, ne? So, das waren die 3 Level. Jetzt geht's zum letzten. Ist das jetzt der Endlevel oder gibt es jetzt noch weitere? Gehen wir nochmal durch alle Gegner durch, die wir hatten. Stufe 4, okay. Ja, die nächsten Büsche. Nee, es nimmt gar niemand Schaden, oder? Ist das jetzt nur noch mal ein Spaß oder was quasi am Ende? Dass man sich durch die durchkämpft? Ach doch, jetzt da nimmt doch jemand Schaden, okay. Aber ich muss die Dinger hier einsammeln. Bevor die hier... Hier drüben bin ich! Okay, alle weg. Die wachsen doch nicht raus wieder, wie die anderen. Ah, doch, wachsen doch raus. Wenn man sie nicht schnell genug einsammelt. So,
Da hinten ist noch einer. Okay. Hi. Moment. So. Kommt rauf. Aber grundsätzlich ist es eigentlich schon eine ganz gute Kombination jetzt so mit dem, ne? Und Stufe 5. Gegen was dürfen wir jetzt kämpfen? Ach, gegen irgendwelche Ritter oder so. Angriff! Ich werde mich ihnen stellen. Ach, das waren die mechanischen Typen. Okay. So. Der nächste weg. Geht jetzt wirklich nochmal um durch alle durch, ne? Dass wir alle Gegnertypen nochmal gebracht haben. So, nächste Level. Ach ja. Gefühlt 20 Stunden später. Stufe 6. Ja, jetzt kommen die Viecher, okay. Ja, die Assassine kriegt schon ordentlich aufs Maul, ne? Die macht aber auch ordentlich Schaden dann, ne? Zu langsam. Ich stehe euch bei. Und der letzte. Alles klar. Komm. Nee, ist nicht der letzte. Ist das der sechste oder der siebte gewesen? Gibt hier auf jeden Fall nichts. Gibt hier jedenfalls nichts zum Abspeichern. Das wäre natürlich wieder super GAU, wenn sie wieder eine Sache hätten, wo man nicht abspeichern könnte, ne? Stufe 7, alles klar. Jetzt kommen die Viecher. Attacke! Ich werde mich ihnen stellen! Ja, musst halt nochmal kommen jetzt. Musst du wieder geholt werden. Oh, hier ist was. Noch ein paar Gegenstände.
Hier kann man abspeichern, das ist gut. Das ist wahrscheinlich dann wirklich die letzte Runde, oder? Hier kriegt man auch noch mal ein paar Gegenstände. Nicht schnell genug. So, und ich habe das Spiel jetzt ja nur auf normal durchgespielt, ne? Also, der Endkampf kommt jetzt noch, aber bis auf den Kampf gerade eben mal oben am Ende vom Inselturm waren die Kämpfe eigentlich alle machbar. So. Ist da noch ein Typ da oben? Bumm. So, jetzt geht der letzte Fahrstuhl hoffentlich hoch. 7 Mal nur noch, ne? Aller guten Dinge sind 7, ne? So, wir haben hier noch eine Truhe. Ist auch noch mal ein Edelstein drin. Und hier haben wir auch noch mal eine Truhe. Hier ist auch noch mal ein Edelstein drin. So. Abspeichern. Stufe 7. So. Alles klar. Auf geht's zur letzten Runde, hoffentlich, oder? Oh nee, doch nicht. Stufe 8. Es geht noch weiter. Das war nur Zwischenstand. Angriff! Zu langsam. Schneller. Typ mit dem Schild ist aber gut hier, ne? Der kann wirklich sehr gut blocken, der Typ mit dem Schild. So. Der nächste Fahrstuhl. Wie viele Tausende von Fahrstühlen muss ich denn noch hochlaufen? Gut. Zweihändiges Schwert und rauf. So. Das ganze Geld nützt mir nichts. Jetzt Tromnes habe ich den letzten Kram gekauft. Das Einzige, was ich vergessen habe, war diese Karte am Anfang. Diese Schatzkarte am Anfang zu holen, ne? Die 4000 kostet. Die habe ich nicht geholt. Oh, jetzt kommt wieder die Haufen Blökerei, die Schafe und alles, ne? Gut. Ich werde mich ihnen stellen. Mäh. Kommen noch die Hühner. Ja, Kikriki macht er im Hintergrund. Jawohl. Oh, es gibt hier Fleisch. Zu langsam. Assassin kämpft hinten gegen die Kühe von der komplett alleine. Jawohl. Zack. Na gut. Immer noch nichts zum Abspeichern. So, nächste Runde. Wie weit dürfen wir denn noch hinauf?
Stufe 10. Irgendwie die Wasserquallen kommen jetzt auch noch dran. Angriff! Schneller. Ja, ist ja gut. Du musst nicht irgendwas auf Russisch sagen oder wie auch immer. Wir kriegen dich auch gleich so platt. So, und wieder nichts anderes. Wieder kein... So, alles geheilt. Gut. Und ich gehe mal davon aus, es sind 13. Nach dem Motto 13 ist die Unglückszahl oder Glückszahl oder wie auch immer, ne? Ich meine, das war jetzt schon Level 10, ne? Oh, Stufe 11. Alles klar. Jetzt kommen die Viecher. Okay. Gut. Vielleicht sind es wirklich 12 oder 13. Angriff. Ich kümmere mich darum. Habt ihr nicht aufgepasst? Oh, jetzt hat er mich aber auch ganz gut erwischt schon. Ihr meint, ihr könnt mir das Wasser reichen? So, mit werden die. Noch so ein paar doofe Viecher hier. Wieder einer, der sich von hinten anschleicht. Nicht schnell genug. Noch einer weg. Und ein letzter. Zack. Alles klar. Auf geht's. Rüber, hoch. Stufe 12. Ja, wusste ich doch, jetzt kommen die. Okay, gut. Angriff! Schneller!
Irgendwer ist gestorben. Ist er wirklich gestorben oder nicht? Man kann zumindest abspeichern hier oben. Das ist gut. Ah, okay. Ja, ist gut. Die Assassine ist auch weg. Gut, aber sie sind alle umgehauen worden. Sehr gut. Dann kann ich jetzt gleich die Kisten aufmachen. Nochmal die Leute neu herholen. Ne? Alles gut. So. Kurz abspeichern. Turm 12. Im 13. Stock ist dann wahrscheinlich wirklich Ende mit dem Ganzen. So. Zack, zack, zack. Sammeln wir noch ein. Okay, gibt noch mal einen Edelstein. Oh, klasse, das war jetzt aber sehr viel. Noch ein Edelstein. Wie? Oh, Wahnsinn, noch ein Edelstein. Das lohnt sich ja richtig mit diesen Kisten. Okay. Es lohnt sich so dermaßen. Ich biete euch meine Dienste. Habt ihr mich vermisst? Ja. Bezaubernd. So, Kapitelfortschritt. Turm 12. Und ich würde sagen, damit ist für heute Schluss. Wir sehen uns nächsten Sonntag im Finale gegen den großen Endboss. Und damit beende ich für heute auch den Stream und wir sehen uns wirklich beim nächsten Mal wieder. Bis denn, sagt der Captain.